So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Skyrim, beziehungsweise The Elder Scrolls 5, glaube ich zumindest. Aktuell haben wir als Quest, dass wir mit dem Jarl in Weißlauf reden müssen und zur Akademie in Winterfest sollen wir auch. Von daher, erstmal zum Jarl. Ein Weißlauf. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Eingang, Ausgang. Kapitel in. Gehen wir mal in die Kneipe, oder? Ja, quatschen wir mal mit hin. Ihr seht irgendwie verschwommen aus. Was ist los mit euch? Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja, Moment. Was wollt ihr? Hier, ich gebe euch einen aus. Bier oder Met? Ein. Na gut. Habt ihr Bier oder Met? Naja. Alto Wein. Bis zum nächsten Mal. Gut. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich sein Lehrling. Du bist auch noch ziemlich klein. Und du? Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Oh. Okay, der Hund, der bellt nur. Papa sagt, dass ich noch nicht bereit bin für Waffen. Also stelle ich einen... Gehen wir mal in die Kneipe. Gasthaus. Das Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. So, dann sing mal. Der Rote. Ordner. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt Stamm. Groß Leben schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Na gut. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Hi. Zimmer und Essen. Auch Getränke. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Ich suche nach Arbeit. Hier, seht euch das an. Was denn? Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Beutebrief? Töte den Banditenanführer im Lager Stille irgendwas. Habt ihr letzte Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Die dunkle Bruderschaft. Habt ihr was zu verkaufen? Letzte Zeit Gerüchte. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollen sie euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, wo ist der Jarl? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Ja. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Okay. Und also gut. Oh, hier ist ja noch jemand. Hallo. Delphin. Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Habt ihr Gerüchte gehört? Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay, gehen wir erstmal weg. So, so, so. Gut, dann suchen wir mal die Banditen. Objekte. Nein. Verschiedenes. Stell einen Zaubertrank her, töte Banditenanführer.
stille Monde. Auf der Karte anzeigen. Wo sind wir? Aktueller Standort. Ach du meine Güte, das ist ja. Hui, also das Weißlauf. Gut. Hinterfest Weißlauf. Dorn? Nicht. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Ach nee, scheiße, von der Seite komme ich. La 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 la. La 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 la. So. Diese Richtung sieht doch gut aus, sofern ich hier hochkomme. Es liegt hier ein toter Wolf. Leer. Ah, Moment. X. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich eher in diese Richtung hier. Hopp, hier ist eine Blume. Oder Disteln. Zack. Zack. Hopp. La 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 la. Oh! Objekte. Favoriten. Eisenschild und das. Okay. Lass mal das Schild an. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt, beziehungsweise ein paar Wochen. Und wer seid ihr? Hallo ihr? Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Schert euch davon. Ich will nur mit euch reden. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter vom Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen.
Gefangenen befreien, befreien Gegenstände aufteilen. Soldat der Sturmmäntel. Oh Gott. Verdammten kaiserlichen Ketzer. Kaiserliche Angelegenheiten. Kaiserliche Angelegenheiten. Ja, ja, ist gut. Kaiserliche Angelegenheiten. Bliblablub. Kann ich hier abkürzen? Wow. So. Oh, was ist da? Was bist du für ein krasses Ding? Hi. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jawaskra, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Habt ihr euch Gefährten angeschlossen? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Okay, die Typen sind gut. Habt ihr gehört, wie Kotlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Nun gut, wer hat dir das sagen? Wer sind die Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Schwester. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Na gut, wer hat dir das sagen? Der Zirkel vergibt hier die Aufträge. Das sind Ayela, Skjor und die Brüder Farkas und Vilkas. Kotlak berät sie zwar, gibt ihnen aber nicht wirklich Befehle. Na gut. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ihr saht nicht aus, als würdet ihr Hilfe gebrauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ich weiß ja gar nicht, ob der Riese böse war. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Gott, kann ich euch beitreten? Also. So, ich mache erstmal Folgenende. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.